Heute sind wir hier zu Gast beim Bene in München und er erinnert mich an Arnold Schwarzenegger. Warum? Gehen wir gleich drauf ein im Video. Wir interviewen hier in dem Format erfolgreiche Unternehmer und erfolgreiche Persönlichkeiten. Der Bene hat es geschafft, in verschiedenen Geschäftsbereichen erfolgreich zu sein oder Lebensbereichen, sage ich jetzt mal. Du kommst ja ursprünglich vom Skifahren, warst hier sehr professionell unterwegs im Skifahrbereich. Und jetzt bist du erfolgreicher Immobilienunternehmer. Und genau, da würde mich jetzt mal interessieren, so dein Lebensweg. Aha. Wie ist das alles so entstanden? Wie kamst du zum Skifahren? Aha. Und wie kam dann auch der Sprung zustande zum Immobilienbereich? Und wie hast du es dann auch wieder geschafft, da so dich zu etablieren? Mhm. Weil da sind ja noch Parallelen bestimmt da. Ja, auf jeden Fall. Also erstmal danke, Fabi, heute, dass wir hier zusammen sitzen. Und danke auch für die Cap, die muss ich wieder aufsetzen. Also das war so, ich war einfach ein sportbegeisterter junger Mensch und ich hatte das Glück, dass, also mein Papa kam aus Österreich, der hatte dann da so eine Hütte und dann bin ich einfach früh zum Skifahren gekommen, schon als Dreijähriger und bin dann Skirennen gefahren, Buckelpiste war in der Jugendnationalmannschaft, also Buckelpisten, Skifahren, wettkampfmäßig und war da ganz gut und dann hat sich das irgendwie so gedreht, dass ich hatte dann meine erste Verletzung. Hab dann mit dem Freeskiing angefangen, was so dieses freie Skifahren ist, im Berge runterfahren, über Schanzen springen, Kicker springen, Tricks machen und war dann da sehr gut. Und so gut, dass ich mit 17 meinen ersten Sponsorvertrag bekommen habe. Also das heißt, es gab eine Ausrüsterfirma damals, das war glaube ich Atomic, die haben mich dann bezahlt auch schon dafür. Und es ging dann recht schnell, dass ich da sehr gut war, entsprechend dann auch mehr Sponsorenverträge bekommen habe. Und dann war ich eigentlich mit 18 so komplett selbstständig. Also ich konnte von meinem eigenen Geld leben, das ich über den Sport verdient habe. Ich hatte zu der Zeit auch nur den Realschulabschluss sozusagen gemacht. Okay. Hab dann mich gegen den Willen auch meiner Eltern, was ich aber konnte, weil ich mein eigenes Geld verdient habe, für den Sport entschieden. Und gegen die Schule oder auch Abi und Studium. Und so rückblickend, war das jetzt eine schlaue Entscheidung oder nicht? So? Ich glaube, es war dahingehend schlau, weil es sehr ich dadurch auch sehr viel mehr Druck und freier war. Also das heißt, hätte ich vielleicht irgendwas studiert, wäre ich ja genau in diese Richtung gegangen. Und so hatte ich ja dann doch den Freiraum und aber auch den Druck, mir die Sachen dann selber beibringen zu müssen. Dann zu entscheiden, was mache ich denn? Also klar, ich war Skifahrer, habe dann andere Sachen noch danach probiert und jetzt bin ich am Ende bei Immobilien gelandet. Und das alles sehr autodidaktisch, also alles immer selbst beigebracht, auch im Sport damals. Also, ja, okay. Das war so der Weg. Okay, cool. Und beim Skifahren ist es dann so, dann beim Freeski, da gibt es dann ein Punktesystem oder der gewinnt ja nicht der Schnellste. Nee, genau. Also beim Freeskiing ist es so, es gab verschiedene Disziplinen. Es gibt Big Air, das ist eine große Schanze, Slopestyle, mehrere Schanzen und so Rails kennt man so vom Snowboarden, Halfpipe, ich sag immer, jeder kennt Shaun White, den Snowboarder, ne? Der mit den roten Haaren. Und das waren die Disziplinen und dann gibt es Freeride, wo du quasi den Berg runterfährst und dort die Best Lines über Felsen springst und was weiß ich machst. Und es gibt auf der einen Seite Wettkämpfe, also Weltmeisterschaften, X-Games in den USA, ist das sehr, sehr groß, da habe ich dann sehr viel Zeit auch verbracht. Es gab die Olympischen Spiele, da bin ich auch mitgefahren, in Sochi zum Beispiel. Okay, geil. Und dann gab es noch Filmproduktionen, das heißt, man kennt diese spektakulären Aufnahmen, wo die Leute aus dem Heli springen, sagt man immer, und dann runterfahren. Und da habe ich viele bei Filmproduktionen. Also Tiefschnee. Tiefschnee fahren. Ich habe auch damals eine selber gegründet, eine Filmproduktion, die gibt es heute noch. Ich bin da zwar nicht mehr mit dabei. Die haben auch einen Emmy gewonnen, Sport-Emmy. Oh, geil. So, also wirklich stabil, Lexus Steel. Kann man sich mal anschauen auf YouTube. Und genau, und das war so mein Sport. Und der Sport, das waren 15 Jahre, also meines Lebens, war ich Profisportler und habe davon gelebt. Und man fragt immer, wie lebt man davon? Durch Preisgeld oder sonst? Das ist so wie, du hast Sponsoren, also du hast dann quasi
eine Skifirma, die dich ausstattet und dir Geld dafür bezahlt, dass du in Videoproduktion oder im besten Fall auf dem Podium dann die Ski in der Hand hältst. Klamottenfirmen, Kopfsponsor Red Bull oder Autofirma und so weiter. Und die haben mich dafür bezahlt. Ist quasi wie Influencer, bloß musst du halt beim Influencer, der postet einen Post bei Instagram. Ja, genau. Und, oder bei irgendwas. Und du hast quasi die Produkte dann anders präsentiert, auf anderem Wege, beim Fahren, auf dem Podium. Genau, und vor allem in der Zeit, man muss bedenken, das ist 15 Jahre her, ja. Heute 17 Jahre her. Und damals gab es ja noch kein Instagram oder so. Da gab es mal Facebook so, oder Facebook-Fanpage, so, aber das war was ganz anderes. Und den Sponsoren war das sehr wichtig, dass man eben in diesen Filmproduktionen präsent ist, weil die auf der ganzen Welt dann gezeigt wurden. Da gab es Kinotouren und so weiter. Geil, okay. Genau, und so war das. Ja, also das war meine sportliche Karriere und ja, war gut. Eine gute Zeit. Ja, hört sich auf jeden Fall nach einer guten Zeit an. Weil wenn es halt Spaß macht, dann wird man halt auch erfolgreich. Genau. Und ja, jetzt machst du ja Immos. Jetzt mache ich Immos, ja. War das so ein Übergang, so dass du gemerkt hast, so, ey, ich fahre ein bisschen Ski, mache Kohle mit dem Skifahren und nebenher kaufe ich mir mit dem Cashflow ein paar Immobilien? Oder warst du fertig, dann hast du gemeint, du hast ein paar Sachen probiert und bist dann bei Immos gelandet und hast danach das angefangen? Mhm. Oder war das so ein reibungsloser Übergang? Also das, genau, das mit hast du das gehandhabt? Der Weg zu den Immobilien war so, ich habe logischerweise im Sport dann irgendwann so gemerkt, so, ich muss ja mal auch nach dem Sport irgendwas anderes machen. Ich hatte viele Verletzungen, habe schon gemerkt, okay, der Sport macht mir jetzt auch nicht mehr so viel Spaß, aber es ist mein Job, also ziehst du es durch. Aber du musst was anderes machen. Und dann war meine ersten, gut, ich hatte diese Filmproduktion, das war halt so, aber da hat man jetzt nicht von leben können damals. Und dann habe ich angefangen, erstmal in Gastronomie zu investieren. Auch, ich glaube, es waren 7 Läden. Es waren 3 Bars in München, einen in Innsbruck, ein Restaurant in Innsbruck, ein Nachtclub in München und. Das waren meine ersten Investitionen, die ich getätigt hatte mit 2 anderen Jungs. War eine Katastrophe. Also es war, ich habe gedacht, es ist cool, es würde mir Spaß machen irgendwie, aber es war eine Katastrophe. Hat gar nichts, ich habe nur Geld verloren. So. Und dann war das so, dass einer oder meiner besten Freunde Sven Kühne, mit dem ich die Firma auch habe, SBI Real Estate. Servus Sven. Servus Sven. er hat angefangen, sich stark mit Immobilien zu beschäftigen. Und gleichzeitig habe ich mir meine erste Eigentumswohnung in Innsbruck damals gekauft. Wie lange war das her gewesen? Das ist 2016 gewesen. 2015, 2016. Und Sven und ich waren zusammen in Alaska beim Drehaufnahmen. Und in Alaska ist das so, da hat man, ist man einen Monat, kann 5 Tage Skifahren, weil das Wetter ist meistens sehr niederschlagsbelastet. Und wir saßen dann halt dann und haben gewartet, bis wir Skifahren konnten, haben uns nur mit Immobilien auseinandergesetzt. Wirklich so. Und dann haben wir da beschlossen, hey, er hat sich dann eine Wohnung in Berlin gekauft, eine Eigentumswohnung, also als Anlage. Lass doch mal eine Wohnung zusammen kaufen. Und ja, und die selber sanieren und verkaufen. Das war 2017. Und die Geschichte zur ersten Wohnung ist ganz witzig. Das war irgendwie eine ganz kleine 1-2-Zimmer-Wohnung in Innsbruck, in einer guten Lage. Und damals war der Markt sehr heiß. Also es war so, du musstest eigentlich hin, besichtigen, Preis sagen und sofort nehmen. Sonst ist sie weg. Sonst ist sie sofort weg. Ja. Und dann sind wir dahin, haben die Wohnung zugesagt, hatten aber noch keine Finanzierung. So. Und dann war es so, ja, wir müssen die Finanzierung ausstellen. Und weil wir ja keinen Track Record hatten, nur 2 Skifahrer-Jungs waren, hat uns jede Bank abgesagt. Und wir hatten aber den Druck, weil wir den... Wart ihr schon bei Notar? Wir hatten das schon unterschrieben. Das heißt, wir waren bei 30 Banken. 30 Banken haben uns abgesagt, einer hat zugesagt und mit der arbeiten wir noch zusammen. Also das war wirklich auch großer Druck. Und so ist es dann losgegangen, haben wir angefangen, Wohnungen zu drehen. Erst die eine selber gemacht, noch eine selber. So ganz. Habt ihr dann gleich schon variabel finanziert oder Vorfälligkeitsentschädigung bezahlt? Wir haben das eigentlich von Anfang variabel finanziert, eigentlich alles. Damals, ja. Und also alles, was man, wir haben uns da schon gut informiert. Also wir waren da schon, haben dann von Anfang an auch gleich dann eine Struktur aufgebaut mit einer GmbH. War es schon die GmbH oder? Nee, damals hieß es noch wie SB&I Investments. Okay. Mittlerweile sind das, weiß ich nicht, irgendwie 10, 12 GmbHs. Ich
irgendwie sowas. Und verschiedene, also Managementgesellschaften, Projektgesellschaften, Co-KGs und Vermögensverwaltung und so weiter und so fort. Und da haben wir uns schon viel mit beschäftigt. Ja genau, und dann haben wir angefangen, eben einzelne Wohnungen zu sanieren, das Geld immer zu reinvestieren und reinvestieren und wieder neu zu kaufen und hatten dann schon Handwerkstrupp, die das alles für uns gemacht hat. Wir waren aber beide immer noch Skifahrer nebenbei. Also das war so unser Sommerding und das ist dann irgendwann so übergegangen. Und unser großes Ziel war eigentlich schon immer zu sagen, wir wollen einen langfristigen Bestand aufbauen. Und wir haben dann geschaut, wo können wir das denn machen? Also natürlich, wir waren damals... So langfristiger Bestand aus dem Hintergrundgedanke, dass ihr einfach passive, langfristige Einnahmen habt, genau, und ihr irgendwann mal nicht mehr mit dem Skifahren so viel Geld verdienen könnt. Genau, also vor allem, also es ging um den Vermögensaufbau. Ja. So, ne? Die Immobilien sind gekauft, die zahlen sich zurück. Wir kann die, wenn man wieder gut zurückgezahlt hat und eine Wertentwicklung hat, wieder nachbilden, neu kaufen und so weiter. Also ja, okay. Das ganz klassische System, aber eben immer vor dem Hintergrund, dass wir wussten, wir brauchen auch Eigenkapital, um diese Immobilien kaufen zu können. Deswegen haben wir auf der einen Seite eben diese Immobilien entwickelt. So, und die Frage war dann, ja, wo können wir das denn machen? Wo macht es Sinn, langfristig Bestand auszubauen? Und wo ist es noch leistbar? Oder sehen wir es guten Markt? Und dann sind wir wirklich, und das hat sicher ein Jahr, eineinhalb Jahre gedauert, wir haben ganz Österreich bereist, uns überall Immobilien angeschaut und den Markt angeguckt und das gleiche in Deutschland gemacht. Also von Berlin bis Leipzig, Chemnitz, ja, komplett NRW, um München herum, also überall. Und am Ende sind wir für uns dann in Nordrhein-Westfalen gelandet. Das war so 2018, glaube ich, haben wir da unsere ersten Immobilien gekauft und haben angefangen, dann dort eben mehr Familienhäuser für den eigenen Bestand zu kaufen und haben dann langsam unsere Entwicklungstätigkeit von Österreich nach München verlegt und haben hier dann angefangen, ganz klassisch auch Projektentwicklung zu machen, also sprich Baugrundstücke zu kaufen oder Immobilien zu kaufen und dann die neu zu beplanen und dann mit Planung zu verkaufen. Und in Nordrhein-Westfalen haben wir angefangen, eben auch Häuser aufzuteilen nach Sanierung, die zu verkaufen oder Häuser global dann wieder rauszuteilen. Okay. Wie oft bist du dann da oben in NRW? Heute nicht mehr so oft. Wir haben dort Leute, die da für uns arbeiten, haben da ein ganz gutes Team. Wie viele sitzen dort? Wir haben da eine Hausverwaltung und technischen Hausmeister, also Technikteam quasi. Genau. Und also die Hausverwaltung ist ausgelagert und bei uns, wir haben so ein paar Hausmeister angestellt und einen Hausverwalter angestellt. Und Akquise und sowas macht ihr jetzt aktuell nicht? Aktuell mehr? Machen wir eigentlich keine Akquise. Nee, also wir schauen uns viel an. Wir haben uns jetzt auch ein bisschen anders nochmal aufgestellt. Genau, das Einzige, was noch rausfällt, ist Mallorca, da haben wir auch ein Grundstück, was wir entwickeln, da ist sowieso, das war Zufall. Genau, und aktuell ist es so, dass, wir kennen ja alle den Markt in der Immobilienbranche, yeah, der aktuell hier ist, finde ich schon, dass es immer noch, dass es jetzt sehr gute Chancen gibt, zu kaufen. Gerade für Bestand. Halt. Gerade für Bestand gibt es wirklich gute Chancen, die du auch noch gut finanzieren kannst. Ja, gut, dass du ein Ankaufsprofil bei 7plus hast. Ja, ich habe ein Ankaufsprofil. Das musst du wieder aktualisieren. Ja, dann kommen gute Deals rein. Genau, aber ich meine, was schon so ist, dass halt in Deutschland einfach die Politik ist nicht gerade positiv der Immobilienwirtschaft gesonnen. Mit den ganzen ESG-Auflagen, mit dem Mieterschutz und so weiter und so fort. Und da ist es schon so, oder haben wir uns auch so die Frage gestellt, wie nachhaltig kann man hier noch investieren? Oder macht es Sinn, sich auch anders umzugucken? In unserem Fall hat sich das so entwickelt, dass Sven schaut sich in den USA gerade um. Der findet den Markt dort sehr spannend, so vor allem Austin, Texas. Und ich schaue mir in Italien, in Venedig, also Nähe von Venedig und Friaul, das ist so an der Grenze am Meer unten, dort Ferienimmobilien an, weil dort viele Deutsche auch sind und man dort auch gute Kaufgelegenheiten hat und der deutsche Markt, die dort sehr, also diese Immobilien sehr gut annimmt, weil es noch leistbare Immobilien sind. Wie lange fährst du von München dahin? 4,5 Stunden. So angenehm, oder? Super angenehm. Fast einmal noch Österreich ein bisschen mehr. Das ist toll. Und so hat sich das halt entwickelt, ne? Also, wir schauen auch eben auf andere Märkte. Heißt aber nicht, dass wir jetzt nicht mehr hier aktiv sind, sondern wir werden unseren Bestand hier auch weiter ausbauen und es gibt jetzt auch gute Gelegenheiten, wo man kaufen kann. Ja, okay, okay. Ja, dann fehlt ja nur noch der dritte Bereich. Dann hast du es gemacht wie der Arnie.
Weil der ist ja auch in drei Lebensbereichen extrem erfolgreich geworden. Also einmal bei ihm war es Sport, Business und Politik, oder? Mhm. Politik, ja, stimmt. Das fehlt noch. Also ich weiß nicht, ob du da irgendwas noch vorhast, aber da sehe ich halt so die Parallelen. Mhm. Halt, wenn man im Sport erfolgreich ist und dann in einem anderen Bereich noch einsteigen will, dann kriegt man es in der Regel auch hin, denke ich. Mhm. Hat das dir dazu geholfen, dass du da im Immobilienbereich dann auch so durchstarten konntest? Oder würdest du sagen, das hat damit gar nichts zu tun? Ich bin zu 100% davon überzeugt, dass Profisportler gute Unternehmer sein können, weil sie Eigenverantwortung übernehmen können, wissen, was sie wollen und wissen, wie sie ihre Ziele erreichen können. Im Sport musst du ja sagen, wenn ich Deutscher Meister werden will, dann mache ich mir einen Plan. Und wie werde ich Deutscher Meister? Was ist der Plan so? Und genauso ist es bei den Immobilien. Ich will das erreichen oder das ist mein Jahresziel. Ja. Dann mache ich mir einen Plan, wie ich das erreichen kann. So. Und man setzt es auch durch. Es ist nicht Arbeit, sondern es ist erfüllend. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Es muss erfüllend sein und Spaß machen. Und man muss darin aufgehen. Und gute Sportler sind, glaube ich, sehr gute Unternehmer, weil sie diszipliniert sind, wissen, was sie wollen. Ja, okay. Also schön, wenn ich es richtig verstanden habe, einen Plan machen. Mit einem großen und ganzen Ziel. Das runterbrechen auf vielleicht Jahre. Der Plan kann ja vielleicht auch 3, 4, 5 Jahre sein. 5 Jahre runterbrechen. Monate, Tage, dass du jeden Tag weißt, ich will Bodybuilder werden, muss ich einmal die Woche Brust trainieren. Oder ich will Backflip lernen, dann muss ich einmal die Woche den Kicker mitnehmen. Ja, oder ich muss ins Schwimmbad gehen. Oder ich muss mir halt überlegen, was sind die einzelnen Schritte, das zu erreichen, was ich möchte. Und ich meine, du warst ja selber Sportler, du weißt ja, wie das ist. Und auch der Sportler geht, auch wenn er keinen Bock hat, zum Training, weil er weiß, es ist wichtig. Und die Konkurrenz beim Sport schläft da auch nicht. Und wenn man die schlagen will, muss man gut sein. Und bei einem geht es auch voll oft, also ich kenne das so, wenn ich halt mal keinen Bock habe auf Training und ich gehe trotzdem, dann geht es mir halt besser danach. So, total. Total, es ist so. Es ist einfach so. Es erfüllt einen so. Und das ist das Wichtige. Ja, okay. Und gibt es noch einen dritten Bereich? Was gibt es noch, was ich machen möchte? Oder, also ich weiß jetzt nicht, Schauspielerei oder so, das ist jetzt nicht meins. Politik ist auch nicht da. Politik, ich bin sehr politikinteressiert, aber ich würde jetzt, glaube ich, nicht in die Politik gehen. Ich bin sehr glücklich, so wie es ist aktuell, aber man weiß ja nie, wohin das Leben einen bringt. Und so wie es jetzt ist, bin ich sehr happy. Und wenn du was Neues irgendwann mal machen wollen würdest, dann würdest du wieder in dich setzen. So wie ich dich jetzt kennengelernt habe, musst du es anschauen, was sind die Ziele, um halt in dem Bereich erfolgreich zu werden, Step by Step runterbrechen, durchziehen oder halt dagegen entscheiden von vornherein. Genau, also und halt, es muss Spaß machen und erfüllend sein. Genau, und ich glaube, das Wichtigste ist, man muss einfach verstehen, dass das Ganze, dass Ausdauer extrem entscheidend ist, egal ob im Sport oder egal, was man macht, weil es muss nicht jeden Tag Riesenschritte sein, sondern jeden Tag ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen und das ergibt sich zu einem großen Ganzen. Es kommt immer ein Punkt, an dem man keinen Bock mehr hat, an dem kommt Gegenwind, man kriegt auf die Fresse oder sonst was und an dem Punkt musst du weitermachen. Ja, musst du im nächsten Schritt gehen. Ich habe es schon so oft beobachtet bei irgendwelchen Leuten, die halt eine Firma anfangen zu aufzubauen und dann hören die auf und wollen was Neues wieder machen. Hören sie wieder auf und wieder was Neues machen. Und ich glaube, wenn man immer diese Stellschrauben hinschraubt, dass es passt und durchzieht, dann kommt man auch an. Dann kommt man, man muss durchziehen. An. Es ist egal was, man kommt immer an. Es sind kleine Schritte. Hättest du es beim Gastro auch geschafft, noch anzukommen? Oder ist es also ich glaube schon, weil die Jungs, mit denen ich das damals gemacht habe, was die heute machen, und das ist ja genau das Gleiche, die sind super erfolgreich in München. Die haben ein riesen Wirtshaus, die werden irgendwann Wiesenwirte werden. So. Und auch die Jungs bei der Filmproduktion, haben das weitergemacht. Die haben den Emmy gewonnen. Also die sind jetzt wieder für 3 Emmys nominiert. Das ist das größte, die Oscars der Filmschaffenden. Das ist unfassbar. Wenn die dafür brennen und Bock haben und durchziehen. Ja, durchziehen, Leute. Durchziehen. Ist so. Ja. Alles klar. Dann von meiner Seite war es das. Das hat mich sehr gefreut. Mich auch. Willst du noch abschließend irgendwas sagen? Nee, alles gut. Ich wünsch dir alles Gute, viel Erfolg und weitermachen. Danke dir. Schick du mir noch den geilsten Link von deinem Skivideo. Dann blenden wir das hier noch ein, dann könnt ihr es euch noch anschauen. Dann danke für deine Zeit und viel Erfolg. Mach's gut, ciao.